Julia Stierle, 1-1 heute. Wie hast du das Spiel selbst gesehen? Ausgeglichener sicher als im Spiel. Wir haben auch klare Rotkarte, hat viel, die rote Karte hat viel dazu beigetragen. Aber schlussendlich schade, dass wir nicht mehr daraus Nutzen daraus ziehen konnten. Wahrscheinlich war das der Punkt im Spiel, wenn der Ball drin geht oder ist es ein Elfmeter, kann man natürlich ganz schnell eine Führung, da mal mehr los. Ja, klar, und dann hat man, kann man auch mehr Druck aufsetzen. Und schlussendlich war es auch schade, dass wir ein Gegentor bekommen haben. Das macht dann die Aufgabe noch ein bisschen schwieriger. Aber in jedem Fall, ihr habt zum Abschiedsspiel von Martina ein Unentschieden erreicht. Das, denke ich, war auch für die Mannschaft zu ihr ganz wichtig. Ja, und wir haben bis zum Schluss nicht aufgegeben, versucht Druck zu machen. Das ist ja hoffentlich auch ein bisschen ein, nicht ein Happy End, aber ein versöhnlicher Abschluss dann für Martina. Und wenn wir ehrlich sein, ihr habt nicht die Qualifikation heute verloren oder selbst Freitag verloren, aber ich denke in Schottland und in Polen. Genau, ja, das ist so. Da wäre klar, also hatten wir sozusagen die einfachere Aufgabe, die wir dann nicht gepackt haben. Ja. Wie schwierig war es eigentlich, um euch als Mannschaft heute aufzuladen nach einem 3-0 in Holland, einem schweren 3-0? Glaubt man dann immer noch dran? Ja. Und ich denke, wenn man nicht daran glaubt, dann bringt es nichts. Also wir haben schon daran geglaubt und ich glaube, das haben wir schon auch gemerkt auf dem Spiel, dass wir noch den Glauben haben. Ja, aber es hat nicht funktioniert. Ja. Und letzte Frage, was hat Martina gegen in die Halbzeit gesagt, was ihr machen sollte? Sie hat uns noch ein wenig taktische Anweisungen gegeben, Anweisungen, wie wir was besser machen können. Und uns noch einmal richtig motiviert und das, ja, verputzen. Und das hat gereicht für den 1-1? Ja, für das 1-1, aber halt nicht für den Sieg. Okay, aber trotzdem gratulieren wir mit dem 1-1 und auch noch ein nächstes Spiel. Vielen Dank.